Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3X und endlich geht es mal wieder absolut blind weiter und ohne jegliche Art von Save States und Rewinds. Hoffentlich. Also gehen wir mal in Yoshi's Island 4 und... Okay, also... Das ist auch wieder Musik aus Super Mario Bros. 2. Oh, und wir haben hier wieder einen Wiggler. Okay. Ich frage mich ja eigentlich, wie lange dieser Hack eigentlich noch geht. Ich meine, wir sind ja schon eigentlich recht weit gekommen. Allzu lang kann er jetzt nicht sein. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viele Level dieser Hack hat, aber vielleicht könnte mir das mal irgendeiner reinschreiben. Wobei, vergesst das, bis das Video hochgeladen ist, habe ich das Projekt bestimmt schon längst abgedreht. Bin ich mir eigentlich sogar sehr sicher, dass ich das bis dahin abgedreht habe. Scheiße. Was hat mich da bitte getroffen? Interessant. Jetzt mal im Ernst, was hat mich da eben getroffen? Gut, gehen wir nochmal ins Mushroom-Haus und versorgen uns mal ein bisschen mit Mushrooms. Das ist bestimmt aus Holland importiert worden. Deswegen, auch der Pilz kommt da, ne? Der passt auch auf. Also, erinnert mich auch an einen Holländer. Also, ich kenne genügend Holländer, die mit solchen Hüten durch die Gegend laufen. Nein, verdammt, ich sag jetzt keine Namen. Das Schlimme ist ja, ich bin hier mit ein paar Holländern befreundet. Ja, es gibt in Spanien Holländer, man glaubt es kaum. Und die schauen sich diese Videos auch an. Und erstaunlicherweise sind die Holländer echt sprachbegabt. Ich meine das jetzt ernst. Ich kenne kaum einen Holländer, der nicht mindestens zwei Sprachen spricht. Und in 80% der Fälle ist es Deutsch. Es ist wirklich so. Und ich weiß immer noch nicht, wie die da auf meinen Kanal gekommen sind, aber ich habe eine Vermutung. Und wenn sich diese Vermutung bewahrheitet. Wow. Wow. So, ich will jetzt hier wissen, was mich getötet hat. Okay. Anscheinend doch nichts. Okay, das hört sich nach einem Bonusraum an. Aber wirklich so Bonus-like fühle ich mich gerade nicht. Ah, oh, Mann! Manchmal hasse ich mich selbst. Ich bin es halt zu sehr gewohnt, jetzt die ganze Zeit Rewinds zu benutzen von der letzten Aufnahme. Und deswegen. Ach, verdammt, ich hasse es. Ich finde es ja interessant, dass sie hier so ziemlich jede Form von einem Goomba hier eingebaut haben. Boah. Mein Mittagessen liegt mir ziemlich tief noch im Magen. Ich spüre das gerade. So. Und dann mal hier rein. Nochmal. Versuchen wir es noch einmal. Dieser Wasserfall macht es halt einfach schwer. Hoch da jetzt. Naja, also unter einem Bonusraum habe ich mir ein bisschen was anders vorgestellt, aber ist so. Oh, verdammt! Die hauen sie aber wirklich absolut random irgendwie. Oh, Epic Facepalm. Aber richtig, richtig Epic Facepalm. Oh, Mann! Ich werde danach mal wieder Kaizo Mario aufnehmen. Habe ich irgendwie totales Bedürfnis dazu gerade. Ich bin irgendwie gerade wieder wirklich so auf einem Drall von wegen, ja, ich spiele mal wieder ein bisschen mehr so Side-Scroller als so 3D-Spiele. Ich meine, GTA 4 müsste ich auch mal langsam machen, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt erst einmal hier Super Mario Bros. 3X abdrehe, weil das ist so ein Projekt, die Folgen sind
lassen sich relativ fix rendern. Also ich meine jetzt mal so eine 16-Minuten-Folge, ja? Nur mal als Beispiel. Meine neue CPU dauert das Rendern gerade mal knapp 5 Minuten. Und die Dateien sind schön klein. Ich meine, das dauert 5 Minuten Rendern plus vielleicht 5 Minuten Hochladen. Also kommt das schon mal hin, dass ich da schon ein bisschen Arbeit habe. Aber ich meine, jetzt dadurch, dass ich meine neue Hardware habe, ist halt alles einfacher geworden. Oh, ich wisst ihr was? Nee. Nee, sorry, Leute. Also, irgendwo hört es auch mal auf. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte keine Rewinds mehr benutzen, aber es tut mir leid. Irgendwo ist dann auch mal Schluss. Oh. Ja, also, ich meine, das Rendern an sich geht mit der neuen CPU deutlich schneller. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, ich hatte, ehrlich gesagt, anfangs echte Probleme, weil ich habe irgendwie das Gefühl, nicht jedes Betriebssystem, was es gibt von Windows, kommt mit diesem 8, mit dieser 8-Bit-CPU, 8-Bit-CPU, 8, mit dem 8-Kern-CPU nicht ganz klar. Und ich habe da ein bisschen lange rumfriemeln müssen, bis ich dann wieder endlich ein gutes Betriebssystem von Windows gefunden habe, was es anscheinend verarbeiten kann. Es ist also schon wieder Lags. Was zum Teufel ist denn los? Also ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber irgendwie mein PC meint die ganze Zeit laggen zu müssen. Verstehe ich nicht. Was ist jetzt hier? Aha. Diese unsichtbare Macht, die mich nach unten drückt und jetzt. Mann, ich muss mal was gegen diese scheiß Moskitos machen. Ich glaube, ich hau mir demnächst mal ein Netz vors Fenster. Das ist doch hier nicht die Möglichkeit. Ich bin so zerstochen, da glaubt man ganz ehrlich, ich wohne nicht in Spanien, sondern in Transsilvanien. Oder in Rumänien. Ah. Furchtbar. Oh. Okay, da oben ist ein Schloss. Nehmen wir mal Yoshi's Island 5. Oh oh. Oh oh. Ah. Oh. Oh, wir haben eine Feder wieder. Schön. Naja, wenn so diese kleinen Fische sind, mache ich mir keinen großen Kopf. Okay, wozu habe ich jetzt die Feder gebraucht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Und warum ist warum gibt es so Feuerstreifen unter Wasser? Das ist so Game Logic, ne? Na gut, also wir nehmen jetzt erstmal hier diese Feuerblume hier. Okay. Ah, verdammt. Also, ich bin ja erstaunt darüber, dass es hier noch keine Gegner gibt, aber hier muss ich jetzt aufpassen. Das geht aber eigentlich. Es ist doch immer so. Alles, was auch nur ansatzweise leicht aussieht, ist es in Wirklichkeit nicht. Das kenne ich ja schon aus GTA. Oh, es tut mal wieder gut, hier mal absolut blind so ein Spiel zu spielen. Ehrlich, Leute, es tut wirklich gut. Nach den ganzen Fail-Aufnahmen davor bin ich echt erleichtert, dass ich mal wieder. Oh, verdammt. Dass ich mal wieder einen Abschnitt von diesem Hack hier blind spielen kann. Und wehe, das ist nur eine Münze, ey. Oh, es ist ein P-Switch. Hä? Brauche ich jetzt einen P-Switch gleich? P-Switch? Ah, ich brauche einen P-Switch, okay. Ja! Das war ja wieder genial. Sorry, aber das war jetzt ein Bug, da müsst ihr verstehen. Mach ich direkt fast forward. Sorry, tut mir leid. Ludwig's Castle. Okay, aber da gehen wir gleich rein. Bevor wir in das Schloss reingehen, möchte ich hier erst einmal den Pilz holen. Und jetzt hole ich mir eine Feder. Dann komm noch mal rein, weil es so lustig ist. Dum, da, 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 da.
So, gehen wir mal in Ludwigs Castle. Oh! Andere Musik? What the fuck? Moment, das muss ich jetzt lauter machen. Weil die Musik ist viel zu epic, als dass ich sie nicht genießen möchte. Aber nicht gerade die beste Version von dem Lied, wenn ich das jetzt mal so erwähnen darf. Warum bin ich da nicht einfach hochgeflogen? Boah, ist das böse gewesen jetzt eben. Boah, das ist aber richtig böse jetzt gewesen. Boah, ey. Moment. Jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Also von daher. Das weiß ich jetzt, was ich machen muss. Also, Ludwig, mein Lieber, du bist vielleicht ein kranker Komponist. Oh. Okay. Ja, das war ziemlich unklug jetzt eben von mir. So. Was kommt jetzt? Das ist ein Scherz. Boah. Scheiße, ey. Wie oft war ich jetzt schon hier? Das ist schon das dritte Mal, glaube ich, oder? Alter. Unglaublich. Das darf nicht wahr sein. Oh Mann. Oh Mann. Ah. Versuchen wir es noch einmal. Okay, nein. Jetzt irgendwo ist auch mal gut, ja? Also... Irgendwo ist wirklich mal gut jetzt, also. Und diesmal drücken wir nicht direkt drauf. Ja, ist okay. Hat mich jetzt eigentlich auch aufgehalten. Okay. Nein! Ah. Oh, okay. Nein! Was? Das ist doch jetzt ein Scherz. Nein, Kamek, heute nicht. Oh, super. Ist das wieder so eine... Ich wollte gerade sagen. Weh den richtigen Weg. Darauf... Da habe ich echt keinen Bock drauf gerade. Na, wo spawnt er jetzt gleich wieder? Und wo spawnst du jetzt gleich wieder? Bestimmt da vorne, was habe ich gesagt? Dam dam da 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 dam da dam da 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 dam da 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 dam dam. Tja, fail, ne?
Ich bin immer noch